Hallo, liebe Studierende, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer achten Sitzung. Heute geht es um das Thema gesellschaftliche Effekte und wie wir Medien im Großen und Ganzen des gesellschaftlichen Kontexts verstehen können. Also wir gehen heute ein bisschen in die Metaperspektive. Wir werden uns zuerst damit beschäftigen, was Gesellschaft ist und wie wir gesellschaftliche Effekte verstehen können, wie sich das von den individuellen Rezeptionsvorgängen unterscheidet. Wir werden dann eine der zentralen Theorien und eine der vielleicht wichtigsten Theorien der Kommunikationswissenschaft besprechen, nämlich die Kultivierung nach Gärtner. Dann werden wir auf die Media Malaise eingehen, die Wissenskluft und Hostile Media. Stellen wir uns erst die Frage, was Gesellschaft ist. Wir alle kennen den Begriff Gesellschaft, wir haben eine Vorstellung davon. Gleichwohl lohnt es sich schon nochmal genauer nachzuspüren, was das bedeutet, was Gesellschaft ist und ja, auch ein paar philosophische Betrachtungen anzustellen. Wenn wir uns Medien und Gesellschaft betrachten, was ist da für uns relevant? Wir schauen vor allem erstmal inhaltlich auf gewisse Themen, bei dem wir sagen, das sind einfach gesellschaftsrelevante Themen. Und klar, als erstes kommt dann natürlich Politik in den Sinn, weil das natürlich das Thema ist, was per Definition im gesellschaftsrelevant ist, wie wir uns organisieren und wie unsere RegierungsvertreterInnen mit uns kommunizieren und die ganzen Organe, die mit einhergehen. Also das ist natürlich schon mal einfach als Thema relevant. Bildung ist ein Bereich, der auch eine Rolle spielt, weil wir ja auch gemeinschaftlich davon abhängig sind, dass wichtige Informationen in der Gesellschaft ankommen. Und dann darüber hinaus Vorstellungen über die Welt, Dinge, bei denen wir glauben, wie die Welt ist. Und dann konkretes Wissen über die Welt. Kann man so ein bisschen abtrennen davon. Also das geht wirklich um so Faktenwissen. Der Fokus liegt ebenso, also neben diesen Themen, die man sich einfach analysieren kann, vor allen Dingen auf der, nicht auf dem Individuum. Also der liegt jetzt nicht auf Ihnen, wie Sie gerade diese Vorlesung rezipieren und was das mit Ihnen macht, sondern er liegt auf der Summe der Individuen. Was es macht, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der beispielsweise nun Vorlesungen digital konsumiert werden. Ist es so, dass auf einmal kein Wissen mehr stattfindet? Was bedeutet das für die Bildung? Also das wären dann sofort gesellschaftliche Themen. Ebenso, wenn wir Stimmungsbilder in der Gesellschaft erheben, um einen Einblick darüber zu bekommen, was denken denn die ÖsterreicherInnen? Was denken andere? Und auch Veränderungsprozesse abzubilden. Also die Welt ist in einer Veränderung, sie verändert sich so schnell wie noch nie. Das ist kein populistische Aussage, das kann man sehr seriös so feststellen, dass es einfach immer mehr Veränderungen gibt. Und das ist eine gesellschaftliche Frage, wie wir damit umgehen, dass auf einmal Vorlesungen digital stattfinden, ja, und was das mit uns bedeutet, macht. Und dann so ein spannender Punkt, da freue ich mich schon drauf, darauf einzugehen. Man betrachtet emergente Phänomene, Phänomene, die Und da werden wir gleich noch darauf eingehen, was das genau ist. Also die man nicht nur auf individueller Ebene betrachten kann, sondern wo man auf einmal merkt, wenn man mehrere Individuen betrachtet, ergibt sich ein Gesamtbild, was man nicht erkennen würde, wenn man nur aufs Individuum schaut. Ist super spannend und da werden wir auch noch darauf eingehen, was das genau bedeutet. Ja, wir werden das gleich noch vertiefen, welche Ansätze und Perspektiven man hier sieht. Zuallererst die Kultivierungsforschung, eben weil wir doch recht sicher sagen können, dass Medien eben unsere Vorstellungen über die Welt beeinflussen. Bei der Wissenskluft und dem Digital Divide geht es dann darum zu schauen, was inwiefern Medien eben das Wissen über die Welt beeinflussen. Und welche Prozesse hier eine Rolle spielen. Und dabei nehmen wir diese allgemeine Prämisse an. Wir leben in einer Demokratie, aber das grundsätzlich
ist das auch in Nichtdemokratien der Fall, dass Medien eine ganz zentrale Rolle einspielen und die einnehmen und die haben eine Bedeutung im Miteinander. Also sie sind gesellschaftlich gesehen relevant. Und Medien haben eine Funktion und Medien können dabei auch dysfunktional sein. Also es kann sein, dass eben Dinge vermittelt werden, die vielleicht nicht beabsichtigt waren oder die beabsichtigt waren, aber schädlich sind. Und ja, damit nehmen wir im Folgenden auch dann auch gerade bei der Media Malaise oder der Hostile Media Ansätzen dann auch mal eben einen Blick darauf, wenn es vielleicht nicht klappt oder was schwierig dabei ist. So, gehen wir aber erst einmal darauf ein, was denn eigentlich nun Emergenz ist. Also wir sind jetzt im Teil der Definition, des Hintergrundes, was das mit auf sich hat. Also ich würde jetzt eigentlich, wenn wir in der Vorlesung wären, gerne fragen, wer den Begriff kennt und davon schon gehört hat. Das Phänomen kennt jeder, aber vielleicht nicht den Terminus technicus. Deswegen lassen wir uns das kurz definieren. Emergenz heißt so viel wie auftauchen, herauskommen, emporsteigen, bezeichnet die Herausbildung neuer Eigenschaften oder Strukturen eines Systems infolge des Zusammenspiels seiner Elemente. Also entstehen neue Eigenschaften, die man nicht hat, wenn man nur auf die Einzelteile der Elemente schaut, sondern die allein entstehen, weil diese zusammenspielen. So, jetzt mal ein paar praktische Beispiele, um es greifbarer zu machen. Woran ich denken musste, sind Mosaike. An sich sind das nur einzelne kleine Plättchen, Fliesen, die aber, wenn man sie auf die richtige Art und Weise anordnet, auf einmal ein Muster ergeben. Und dieses Muster allein aus dem Zusammenspiel eben dieser individuellen Teile kommt. Und ja, das kann man in der Architektur beobachten, dass dann eben Anordnung von gewissen Gebäudeteilen dann Formen ergeben oder eben genau im Bereich des Musters, der Fliesen liegen, der Mosaike. Aber Sie sehen auch hier das Schild Columbia University, das besteht aus kleinen Mosaiken, aber man kann aus Einzelmosaiken eben beispielsweise auch emergente Phänomene wie Buchstaben anlegen, die also damit weitaus mehr sind als einfach nur ein weißes kleines Mosaikstückchen. Da gibt es ein paar richtig tolle Beispiele. Das ist einfach nicht nur optisch so, sondern das ist auch darüber hinaus funktional so. Wenn wir den Vogelflug betrachten, Vögel, die sich anordnen in einer gewissen Formation, um darüber dann bessere Flugeigenschaften zu haben und effizienter fliegen können. Also Sie kennen das aus dem Radsport, dass ein gewisses Gruppenverhalten auf einmal den Status quo verändert. Ja? Das Individuum an sich kann das nicht erzeugen, aber eben in der Gruppe. Bei Viehgängern ist es auch so. Also, sehen Sie hier, das sind so Terrassen in Hügeln, in Bergen, die entstehen, weil eben weil Kühe, Ochsen immer auf den gleichen Stellen laufen und sich dort fortbewegen. Und wenn man das halt dann über Jahre macht, sich dann eben solche Terrassen bilden und damit die Landschaft prägen und einen Einblick oder einen Eindruck über die Landschaft ergeben, aber ja, einfach damit die Umwelt verändern. Ja. Und das wahrscheinlich spannendste emergente Phänomen ist das Bewusstsein. Dass wir können neuronal sehr gut nachvollziehen, was im Gehirn passiert, auch gerade wenn Sie jetzt diese Vorlesung rezipieren, welche Areale gerade aktiv sind. Wir wissen, dass es Informationsübertragungen sind, dass Neuronen feuern, wie diese Neuronen feuern über chemische Botenstoffe, dass gewisse Teile im Gehirn für gewisse Funktionen verantwortlich sind. Aber es ist nicht erklärlich oder es ist eigentlich nur zu beobachten, dass dann auf einmal aus diesem Zusammenspiel dieser physischen, minimalen Aktion auf einmal sowas wie ein Bewusstsein entsteht, ein Empfinden über einen selbst. Und weil technisch gesehen ja beispielsweise ein Computer da ja gar nicht viel anders ist, der auch Schaltkreise beinhaltet, der Informationen speichert,
der reagiert, der agiert, aber der nicht darüber hinaus sich dieses Bewusstsein entwickelt. Ja, und das also als vielleicht spannendstes, emergentes Phänomen. Wenn wir das also bei Menschen uns mal genauer anschauen, können den Menschen beschreiben in Atomen, wir bestehen allererster Linie aus Atomen. Also das ist jetzt natürlich hier, ich bin ja kein Physiker oder Chemiker, natürlich ganz gefährliches Halbwissen, aber ich denke, die Idee ist trotzdem richtig. Die Atome ordnen sich in Zellen an, in unserem Körper, die dann gemeinsam als Zelle dann so etwas wie Gewebe, Knochen ergeben und diese dann den Körperteile und dann den Körper und aus dem Körper dann sowas wie eine Person entsteht, eine Identität entsteht. Ja, ich bin Tobias Dienlin, ich habe sowas wie eine Seele, also so ein inneres Erleben. Und dann eben ich in meiner Familie wäre eine Gruppe ergeben, in der westlichen Kultur, in der deutschen, österreichischen Nation und darüber dann eben eine Gesellschaft bilden und am Ende irgendwann die Menschheit. Ja, und also das ist diese Emergenzebene, die können Sie natürlich x-beliebig weitergehen und darüber dann eben unterschiedliche Analyseeinheiten für gewisse Vorgänge zu finden. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Manchmal denkt man, naja, es ist wichtig, erstmal ist es der allgemeine Punkt, es ist wichtig, das richtige Emergenzniveau, Auflösungsgrad zu wählen für die entsprechende Fragestellung, die für uns relevant ist. Ja? Der Verlauf der Geschichte lässt sich nicht in Form von Atomen beschreiben. Wäre absolut nicht zweckdienlich. Dann würde man sich nur verlieren, wenn sich irgendwelche Atome von X nach Y bewegen und wir die Koordinaten angeben und so. Damit könnte man nicht die Corona-Pandemie beschreiben. Und man denkt es manchmal vielleicht, man musste immer auf kleinere Emergenzniveaus gehen, um da quasi wissenschaftlicher, genauer unterwegs zu sein. Nein, aber dann kann man gewisse Fragen nicht mehr beantworten. Wichtig dabei ist aber zu sehen, dass wir manchmal nur diese höhere Emergenzebene wahrnehmen, dass wir die sehen. Dass wir aber dabei vergessen, dass wenn wir das Bild verändern wollen, dass wir häufig dann eben nicht auf der Ebene des Bildes agieren müssen, sondern eine Ebene drunter, ja, sondern die Bestandteile verändern müssen, die das Bild dann ergeben. Und anders ausgedrückt, also um Muster zu verändern, ja, wenn ich ein Muster verändern will, muss ich die Mosaike verschieben und in der Gesellschaft genauso. Ja, wenn ich ein Meinungsklima, eine Gesellschaft verändern möchte, dann muss ich Individuen überzeugen. Da kommen wir nicht daran vorbei. Ja, also das ist Man kann nicht die Gesellschaft überzeugen, ich muss Individuen überzeugen. Ja, und das ist dann ein sehr spannendes Wechselverhältnis des Individuums in der Gesellschaft, um das einmal zu betrachten. Also wiederhole, was ich gerade gesagt habe. Wenn wir die Gesellschaft betrachten, wenn wir die Gesellschaft verstehen wollen, bleibt der Fokus auf das Individuum unerlässlich. Und wir sehen emergente Muster, die basieren aber auf Individualverhalten. Ja? Also wenn wir jetzt hier uns dieses Bild betrachten, dann denken wir so, ja, dann sehen wir irgendwie gleichgeschaltet, gleichförmig eine Gruppe und die Gruppe wirkt auf uns. Aber am Ende des Tages sind es Individuen, die sich entschieden haben, dieses T-Shirt anzuziehen und dort zu sein. Und wenn ich dieses Bild ändern will, müsste ich halt die Individuen da adressieren. Man darf aber nicht vergessen, dass dann wir häufig, wenn wir eben jetzt solche Bilder sehen, wir keine Individuen mehr sehen, sondern einfach nur dass insgesamt das Bild auf uns wirkt und uns beeinflusst. Und ja, da muss man natürlich auch automatisch an das Dritte Reich zurückdenken, also ich tue das zumindest, und an die gewaltige Bildsprache einer Leni Riefenstahl, die darüber insgesamt natürlich Dinge hat entstehen lassen, die weitaus mehr waren, als einfach nur, dass da einzelne Menschen da sich positioniert haben. Und dann darf man nicht vergessen, dass nicht alles ist einfach nur kontinuierlich und immer nur auf so, man kann immer nur Einzeldinge verändern und dann insgesamt, dann schlägt sich das schon irgendwo wieder. Nein, es gibt auch Schwelleneffekte. Also es gibt so, dass wir, sobald wir eine gewisse Anzahl an Individuen erreicht haben, entscheiden, gibt es beispielsweise eine andere Gesetzeslage, es wird etwas anders umgesetzt, es wird anders verändert und damit ist es so, dass dann, sobald wir also kritische Masse erreichen, es Anpassungsprozesse gibt und darüber dann
absolute Veränderungen stattfinden, die also quasi dann doch auch auf einer höheren Emergenzebene stattfinden. Ja? Die Entscheidung, eine Architektur in Wien beispielsweise immer mehr Straßen von Autos zu befreien, ist nur möglich, wenn es ausreichend Individuen gibt, die dieses Ziel teilen. Die müssen individuell überzeugt werden. Und dann kann es aber am Ende dazu führen, dass eben die Stadt am Ende dann anders aussieht. Und das natürlich auf einer ganz anderen Emergenzebene. Ja, was bedeutet das für Medien und Gesellschaft, wenn wir darauf betrachten? Ja, Medien verändern Gesellschaft. Und ich glaube, das muss man konstatieren, kann man festhalten. Also Medien haben eine Einflussmöglichkeit auf die Gesellschaft. Aber das wirkt dann natürlich immerhin schon individuell. Ja, also die einzelnen Botschaften werden von einzelnen Menschen rezipiert. Und von daher muss man auch weiterhin Einzelpersonen überzeugen. Also in Bezug auf das Impfen beispielsweise muss man es schaffen, Argumente zu finden, die eine Person, die vielleicht vorher noch besorgt war, davon zu überzeugen, naja, vielleicht sind doch die Vorteile insgesamt gesehen größer. Und dann ist es eben wieder so, dass individuelle Effekte dann natürlich unterschiedliche Gesamtbilder und Muster erzeugen. So, wir können es auch anschauen in Bezug auf Wahlen und politisches Klima. Das ist also ein ganz, ganz typisches Beispiel. Hier aktuelle Hochrechnung, wenn aktuell eine neue Wahl anstünde. Und hier ist es genauso, auch komplexeste demokratische Vorgänge. Wer unser Land regiert, das basiert auf Einzelprozessen, auf Einzelüberschreibungen. Ja? Und wenn es gelingt, über eine Kommunikation die Wahlentscheidung von einzelnen Personen zu ändern, ändert sich das Gesamtbild. Und ich habe diese Vorlesung letztes Jahr schon gehalten, ich habe es jetzt aktualisiert und ja, also die ÖVP hat knapp 20% weniger als letztes Jahr und wir haben auf einmal eine ganz andere Konstellation, ein anderes Gesamtgefüge. Und sobald wir dieses Gesamtgefüge sehen, kann das natürlich wiederum auch rückwirken auf das Individuum und beispielsweise zu strategischem Wählen führen oder sagen, nee, aber das will ich jetzt aber vermeiden, weil das würde ja dazu führen. Genau. Also das ist da ein ganz, ganz typisches Beispiel, was analysiert wird. So, ziehen wir mal kurz das Zwischenfazit. Was bedeutet also die Analyse der Gesellschaft? Erstmal bestimmte Themen. Also Wahlentscheidungen sind für uns relevant, politische Themen. Bildung, das fällt hier schon darunter unter das Thema Gesellschaft. Dann, wenn wir uns vor allem auf die Gesamtheit, für die Gesamtheit interessieren und weniger für das Individuum, allgemeine Tendenzen, allgemeine Impfbereitschaft beispielsweise. Und eben, wenn wir emergente Phänomene betrachten, die man eben nur dann sieht, wenn man einen Schritt zurückgeht, also manchmal wirklich buchstäblich einen Schritt zurückgeht, man eben sagt, ja, man um den Wald vor lauter Bäumen wiedersehen zu können. So, aber gleichwohl, gleiche gesellschaftliche Prozesse basieren dennoch meist auf Individualverhalten. Die Grenzen sind fließend und häufig geht es einfach nur um die Summe von Einzelverhalten. Und lediglich, wenn es wirklich emergente sobald es zusammen mehr ist als die Einzelteile, dann ist es wirklich etwas ontologisch paradigmatisch anderes. Das führt manchmal dazu, das ist so ein bisschen so ein Spannungsverhältnis zwischen der Soziologie und der Psychologie oder Kommunikationswissenschaft, die ja so beide Bereiche so abdeckt. Und da habe ich bisweilen schon komische Aussagen gehört, aus einer soziologischen Perspektive, die sagt, das hat ja nichts mit Individuen zu tun, wir müssen die Gesellschaft verändern. Und das, denke ich, verkennt dann eben, dass um die Gesellschaft zu verändern, man auf einer individuellen Ebene basieren, operieren muss. Genau, also das so als persönliche, anekdotische Einordnung. Ja, machen wir mal weiter mit einem der zentralsten Ansätze der Kommunikationswissenschaft, nämlich der Kultivierungsansatz. Nach Gärtner, was ist hier die Ausgangslage der Kultivierungsforschung? Die Grundprämisse ist, dass Medien ein
Blick in die Welt erlauben. Ja? Das ist so. Ich kann nicht alles selbst erleben, das sind stellvertretende Erfahrungen, die ich über die Welt mache. Und damit können Medien unsere Vorstellung prägen. Welche Berufe gibt es? Wer übt diese Berufe aus? Ja? Welche Menschen gibt es? Wie sehen Menschen aus? Welche Kulturen gibt es? Was ist gut? Was ist böse? Ja, auch normative Kategorien, nicht nur deskriptiv. Ja. Wer wird geehrt? Was wird geehrt? Wer erfährt Respekt? Und das lernen wir darüber. Und dabei ist es zwangsläufig so, und das haben wir in den vorhergehenden Sitzungen besprochen, dass dabei die Medien die Welt verzerrt wiedergeben. Es ist eine Notwendigkeit, weil man es nie ungefiltert wiedergeben kann, weil man immer einen Frame setzt. Von daher ist es eine gewisse Verzerrung. Es ist natürlich aber auch nicht nur eine Verzerrung, die aus der Sache selbst geschieht, sondern es ist auch eine bisweilen motivierte Verzerrung, weil der Großteil der Medienlandschaft privat kapitalistisch organisiert ist und hier natürlich die Gewinnmaximierung oder die Rentabilität, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, natürlich einfach auch vorhanden sein muss. Ja? Also ich meine, es ist zwangsläufig so und deswegen orientiert man sich auch danach, was angenommen wird, was funktioniert. Und man hat ja nicht das Interesse, man hat ja nicht als Medienschaffender das primäre Interesse, die Welt exakt eins zu eins wiederzugeben, sondern es ist ja ein Beruf. Ja? Man will ja mit Geld verdienen, wenn es nicht möglich ist. Ja. Also von daher gibt es eine gewisse Verzerrung, auf der einen Seite naturgemäß, auf der anderen Seite durchaus auch aus verschiedenen Gründen. Ja? Auch kann ja auch ideologisch sein, verzerrt. Und was eben Gärtner finden kann und was ist so eine der Hauptbeobachtungen ist, dass wenn man eben MediennutzerInnen betrachtet und Nicht-MediennutzerInnen oder starke Nutzer und schwache NutzerInnen, dann sehen wir, dass die sich unterscheiden anhand verschiedener Merkmale. Und das ist der Ausgangspunkt für ihn zu sagen, dass die Medienlandschaft eben unsere Vorstellung von der Welt verändert. So, das ist ein Key Learning. Der Kultivierungsansatz ist einfach sehr wichtig. Von daher, das sollten Sie parat haben. Ja, Medieneffekte prägen Gesellschaft. Ich denke, das können wir festhalten. Sie führen vor allem in den Massenmedien zu einer Homogenisierung von Wahrnehmung, weil einfach viele Menschen die gleiche Botschaft sehen. Und das kann man an verschiedenen Dingen beobachten. Es ist nicht so neutral formuliert, aber man kann von dem Kulturimperialismus der USA sprechen. Also ich meine, ich habe es auf jeden Fall bei mir beobachtet, wie viele Filme ich gesehen habe als Kind, die aus Amerika kommend gedreht werden und damit naturgemäß amerikanische Vorstellungen wiedergeben und replizieren und damit diese erst auch mal bekannt machen. Ja. Muss jetzt das auch gar nicht so negativ sehen, aber das prägt natürlich eine gewisse Sichtweise. Ich habe Free Willy gesehen, Kevin allein zu Hause, E.T., das ist halt alles aus Amerika. Und das kann man am Beispiel Hollywood festmachen oder sowas wie Halloween, dass wir eben hier erfahren, dass Massenmedien eben hier häufig homogenisieren. Aber man muss auch ergänzen, da hört die Welt nicht auf oder es gibt wirklich sehr viele berechtigte Kritikpunkte an dem Kultivierungsansatz. Es basiert Stück weit auf der Annahme, also beziehungsweise es basiert auf der Annahme zentraler, weitreichend starker Medien, so wie es auch in den 70er, 80er Jahren der Fall war, als es noch weitaus weniger Fernsehsender gab und eben es einfach noch nicht so eine Vielfalt des Angebotes gab. Und es hat sich geändert. Es gibt eine zunehmende Ausdifferenzierung des Angebotes über kleinere Formate, auf YouTube, Telegram, Social Media. Mittlerweile, das ist tatsächlich einfach eine große Veränderung. Es ist Einzelpersonen möglich, massenmediale Effekte hervorzurufen, wofür man früher ganze Teams und Technikabteilungen und Millionen an Euros brauchte, um überhaupt diese Reichweite herzustellen. Ja? Um überhaupt im Fernsehen vorzukommen. Und das hat sich fundamental geändert. Es ist allein über ein Smartphone möglich,
Millionen Menschen zu erreichen und damit und auch ungefiltert, also eben nicht über Ausbildungsprozesse und auch ein Stück weit Kontrollprozesse. Nein, also ich kann jetzt ein Video auf YouTube hochladen und da meine Gedanken sagen und das kann theoretisch viele Menschen erreichen. Und das ist natürlich eben auch etwas, was wir ja gerade sehr erleben, dass durch diese Ausdifferenzierung des Angebotes, dass es möglich ist, sich an den Rändern mit Informationen zu versorgen, leichter zu versorgen, als es früher noch möglich war, und diese Informationen entweder falsch sind oder so spezifisch sind, dass sie nicht mehr die Gesamtschau widerspiegeln können und damit dann zu gesellschaftlichen Spannungen führen können. Also das hat sich schon alles auch ein bisschen geändert. Aber gehen wir mal zurück auf diese Ursprungsprämissen und Herangehensweisen. Gärtner haben vor allen Dingen eben Fernsehschauer betrachtet und da festgestellt oder dann geguckt, irgendwie was für Vorstellungen die haben und was für solche haben, die kein Fernsehen schauen. Und die haben dann häufig also die reale Welt mit der Fernsehwelt, der Vorwelt verglichen. Und wenn wir erstmal nur die Angebotsseite betrachten, ist es so, wenn man in die reale Welt guckt, dann konnte man damals feststellen, dass nur 1% aller arbeitenden Männer Berufe im Bereich Kriminalitätsbekämpfung innehaben. Es fühlt sich sogar fast schon recht viel an, 1%. Wenn man allerdings in den Zensus schaut, also in objektive Daten, Entschuldigung, also das ist das, was der US-Zensus zeigt, das sind die objektiven Daten in Bezug auf die Männer, die im Bereich Kriminalitätsbekämpfung arbeiten, was sich schon irgendwie viel anfühlt für mich, finde ich. Und dann ist es so, dass es eben objektive Maße darüber gibt, wie viel Gewalt von Personen ausgeübt oder erfahren wird. Und wenn wir das nun mit der TV-Welt vergleichen, es ist fundamental anders. Hier ist es so, dass 12% aller Männer, die man im Fernsehen sehen kann, irgendwas mit Gewalt und Kriminalitätsbekämpfung zu tun haben und dass 2/3 aller TV-Akteure pro Woche in Gewalt verwickelt sind. Also das, was wir im Fernsehen sehen können, ja, das ist Crime im Gewiss, also nicht nur, aber sehr viel. Und in der realen Welt spielt das nicht annähernd eine solche Rolle. Das kann man sehr sicher sagen. Und das ist eben, das Spannende ist dann eben nur, dass halt nicht nur die Angebotsseite sich im Fernsehen von der Realität unterscheidet, sondern dass es sich dann auch bei den RezipientInnen potenziell niederschlägt oder auf jeden Fall, dass es Unterschiede gibt zwischen Menschen, die eben viel Fernsehen schauen und die, die wenig schauen. Ja, und wir sehen hier beispielsweise, wer Angst vor Verbrechen hat, von wenig Sehern und viel Sehern. Und da sehen wir, dass viel Seher, genau in der Stadt beispielsweise, das als viel relevanter erachten als wenig Seher, dass Gewalt, dass das Verbrechen ein echtes Problem ist. Also viel, wenn wir die rechten Balken uns betrachten, sehen wir, dass eben Menschen, die in der Stadt leben, dass die sagen, viel sehr sagen, dass Angst vor, dass also Verbrechen ein echtes Problem ist. Und genauso, wenn wir alle Befragten betrachten, genauso 29% aller viel sehr sagen, Angst vor Verbrechen ist ein ernstes Problem. Und von allen Befragten nur 20%. Ja, also sie sehen da Unterschiede. So, was bedeutet das? Erstmal muss man sagen, es ist eine sinnvolle und plausible Darstellung und auch Nachweis der Existenz von Medieneffekten. Ja, also das gab ja bisweilen Ansätze, die postulierten, dass es ja gar keine Medieneffekte gibt. Ja, das ist schon unwahrscheinlich. Also das ist schon ein wichtiger Beitrag. Da muss man sagen, dass die Unterscheidung zwischen Einstellung, Vorstellung, Meinung und Wissen, das ist fließend. Also das ist nicht exakt trennscharf. Ja. Also was ist jetzt eine Vorstellung von der Welt? Was ist eine Meinung? Ja. Dann, und das ist wahrscheinlich eine der relevantesten Kritikpunkte, muss man die Frage stellen nach der Kausalität.
Ist es so, dass die Medien die Menschen beeinflussen oder ist das Menschen auch auswählen, welche Medien sie schauen? Und ist es vielleicht so, dass einfach Menschen, die eher glauben, dass die Welt voller Verbrechen ist, dass die nicht vielleicht auch eher dann sich Verbrechen anschauen, ne, um ihr vielleicht ihre Sicht zu bestätigen? Beeinflussen also quasi unsere Weltvorstellungen und Wertevorstellungen auch, was wir uns anschauen. Und da, ich denke, da muss man sich nicht weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, dass das auch eine Rolle spielt. Ne? Also die Kausalität ist hier wirklich schwierig. Und ebenso, es wird eigentlich nur verglichen und es werden nicht die dahinterliegenden psychologischen Prozesse elaboriert. Wie das also genau vonstatten geht, wäre sicherlich auch noch spannend. So, gehen wir weiter. Gehen wir zu einer Theorie, die damit einhergeht und damit sehr eng verbunden ist, nämlich die Media Malaise. Und zwar ist es die negative, also explizit die negative Einfärbung der Weltsicht. Medienrezeption führt zur Übernahme negativer Vorstellungen. Und Kultivierungsforschung ist da eher allgemeiner, die sagt, es führt insgesamt zur Übernahme von Vorstellungen über die Welt. Hier ist es so, das sind vor allen Dingen negative Vorstellungen und das ist vor allen Dingen bezogen auf TV und Video. Und es ist so, dass eben viel SeherInnen mehr glauben, dass Gewalt vorkommt, dass sie ein schlechteres Bild von PolitikerInnen haben, dass es zu einer stärkeren Erosion, also Verlust des Vertrauens in Institutionen kommt und bisweilen auch geringere Partizipation. Und dafür werden auch unterschiedliche, gibt's empirisch evidenz, die das belegt. Also sie haben hier in den Spalten Unterscheidungen in Leute, die sich nicht zur Informationsbildung, gar nicht auf das Fernsehen verlassen, die sich aufs Fernsehen verlassen und ausschließlich auf das Fernsehen verlassen. Und da können wir beispielsweise auf der linken Spalte die Frage uns anschauen, so ein Item: Quite a few people running government are a little crooked. Also schon einige Menschen, die Regierungsbeteiligung haben, sind verbrecherisch, ja, oder so ein bisschen kriminell. Und Leute, die gar keinen Fernsehen schauen, die stimmen dem nur zu 20% zu. Und Leute, die ausschließlich sich über Fernsehen informieren, stimmen dem zu 34% zu. Ja, also diese negative Sichtweise auf PolitikerInnen ist bei Vielseherinnen stärker ausgeprägt, also weitaus stärker. Ja, und das ist etwas, was sich durch ganz viele Bereiche der Medien zieht. Was können wir zu Media Malaise sagen? Auch hier ist die Kausalität unklar. Ist es so, dass Medien Menschen negativer machen oder dass negative Menschen Medien mehr nutzen. Ebenso ist es so, dass es auf die Nutzung der Medien ankommt. Unterhaltungs- und TV-Angebote haben da häufig einen negativen Einfluss, aber wenn man sich informiert, wenn man Dokumentationen konsumiert, ist es sogar, dass bisweilen positiv. Und dann ist es sicherlich wichtig, dass wir bei der Media Malaise auch betrachten, was wir analysieren, was ist Untersuchungsgegenstand. Ja? Ist es Wissen, ist es Einstellung gegenüber der Politik oder gegenüber PolitikerInnen und wie sich die beeinflussen. Ich denke, dass das schon eine Rele also ein ganz relevanter Faktor ist, sich damit auseinanderzusetzen, inwiefern das Rezipieren von Medien unsere Vorstellungen von der Welt beeinflussen und verändern. Und es ist, glaube ich, extrem menschlich, wenn wir die Zeitung aufschlagen oder den Fernseher anschalten oder
auf sozialen Medien sind und die Nachrichten rezipieren, dass man davon sehr erschüttert ist, von der Negativität der Ereignisse, die berichtet werden, und dass es sehr naheliegend ist, zu dem Schluss zu kommen, ja, die Welt, die wird ja, es wird ja immer schlimmer, es wird ja immer, immer schlimmer. Und das möchte ich als Anlass nutzen, um einen Exkurs zu machen, den ich persönlich super spannend finde, und zu fragen, naja, aber wie entwickelt sich denn jetzt eigentlich die Welt? Wie ist es denn? Und es ist eben häufig diese Annahme und vor allem das Narrativ, also die Geschichte, dass wir uns sagen, dass die Welt schlechter wird. Es gibt mehr Kriminalität, mehr Armut, mehr Desinformation, mehr Hass, Hass online. Und man hört einfach diese Formulierung, die ja an sich irgendwie schön ist, so, die Welt ist aus den Fugen geraten. Aber das bedeutet natürlich auch, dass sie irgendwann einmal in den Fugen war. Und das ist also etwas, was man ganz häufig beobachten kann. Und spannenderweise ist es aber so, dass die Entwicklung in vielerlei Hinsicht positiv vonstatten geht und dass es wichtig ist, wirklich zu unterscheiden zwischen dem Narrativ, das wir uns erzählen, und und daran, woran wir das festmachen. Also, wenn wir sagen, okay, aber dann machen wir das doch mal konkret an Dingen fest und dann schauen wir doch mal, wie sich das objektiv verändert. Also, man ist ja nicht so, dass die Welt aus den Fugen geraten ist. Das kann man sagen, woran macht man es denn fest? Naja, vielleicht daran, dass es ganz viel hungerleidende Menschen gibt, ganz viele Diktaturen, keine Gleichberechtigung, Gewalt und so weiter, ja. Und dann kann man ja schauen, okay, dann betrachten wir uns doch einfach mal diese Parameter, wie sie sich denn entwickeln. Und für mich tatsächlich war sehr augenöffnend dabei die Lektüre dieses Buches von Hans Rosling, Factfulness, oder aber auch Bücher von Steven Pinker, Enlightenment Now, welche sich eben so ganz einfache Parameter mal angeschaut haben und geguckt haben, wie die sich denn im Laufe der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte entwickelt haben. Und da stelle ich einfach mal ein paar vor. Hier sind acht Dinge aufgeführt, die sich in den letzten, gut, die man gut finden kann und die sich vermehrt haben. Also es gibt immer mehr Filme, es gibt immer mehr geschützte Natur, also Flächen auf der Erde, die geschützt sind. Es ist so, dass immer ein höherer Anteil von Frauen weltweit wählen kann, dass mehr Musik produziert wird, dass mehr wissenschaftliche Artikel publiziert werden, dass der Ernteertrag kontinuierlich steigt, dass der Anteil der Demokratien zunimmt und auch der Anteil der Menschen, die lesen können in den letzten Jahrzehnten. Also ganz klare positive Entwicklungen. Und demgegenüber sind hier acht Dinge, die schlecht sind, die weniger werden. Sklaven, Halterei wird in immer mehr Ländern illegal. Solarzellen werden günstiger. Es sterben immer weniger Kinder vor dem vierten, vor dem fünften Geburtstag. Ja? Also 1800 sind 44% aller Kinder vor dem fünften Geburtstag gestorben, aktuell nur noch 4%. Die Todesstrafe nimmt ab. Öl, Unglücke, HIV-Infektionen, Tote auf Kriegsfeldern oder verpleites Benzin. Also es ist schon spannend, das zu beobachten, oder so Dinge wie Lebenserwartung, die kontinuierlich steigen. Aktuell in Amerika beispielsweise steigt sie nicht mehr, ist auch interessant. Aber auf die Gesamtheit der Menschheit betrachtet, steigt die Lebenserwartung sehr stark und sehr klar an. Ich denke, es ist wichtig, eine objektive Datenlage in Bezug auf manche Fragestellungen zu bemühen, so gut es geht. Aber gleichwohl müssen natürlich auch Daten kritisch beobachtet werden. Also, erst einmal, natürlich können Daten einen Bias haben, eine Verzerrung haben. Und ich habe jetzt beispielsweise, da kam ich natürlich auch selbst drauf, also der Anteil der geschützten Flächen auf der Erde wird höher, ja, weil klar, irgendwann, es gab mal einen Zeitpunkt, da gab es dieses Prinzip nicht, dass man Flächen geschützt hat und gesagt hat, das ist irgendwie Naturschutzzone.
Aber gleichwohl natürlich nimmt der CO2-Ausstoß rapide zu, die Abholzung der Wälder schreitet voran. Also das ist natürlich die Frage, welche Statistiken ich jetzt betrachte. Aber diese eine Statistik ist sicherlich als solche, davon gehe ich jetzt mal aus, richtig und damit auch ein Teil, den man betrachten kann. Es ist so, dass ich für jedes Narrativ, also ich glaube, das kann man fast sagen, immer gewisse Daten finden können. Und natürlich ist dann die Frage und die Verantwortung, sich erstmal zu überlegen, was sind denn die wichtigsten Parameter und dann zu gucken, wie sich die entwickeln und nicht dann einfach nur die Parameter rauszusuchen, die sich halt gerade positiv entwickeln. Und das ist jetzt, hat jetzt nichts mit der Datenstruktur zu tun. Ja? Das ist so ein allgemeiner Punkt. Selbst wenn alles besser würde, kann man ja trotzdem sagen, das ist trotzdem schlecht, weil die Situation immer noch schlecht ist. Ja? Wir haben immer noch keine Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Und es muss immer noch in vielen Bereichen besser werden. Und das kann man ja ganz unabhängig davon sagen, dass es sicherlich vor 100 Jahren weitaus schlechter war in Bezug auf die Gleichberechtigung. Also es kann unabhängig voneinander kann man sagen, ja, mag sein, dass die Sachen besser werden, aber sie müssen immer noch mehr besser werden, weil sie sind immer noch schlecht. Vollkommen legitim, diesen Punkt zu vertreten. Gleichwohl, jetzt mal so ein bisschen zurück auf diese Datenebene, um solche philosophische Fragen zu beantworten. Ja, also man muss datenkritisch hinterfragen, auf jeden Fall, aber man darf darüber auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Das ist meine Perspektive. Man sollte vorsichtig sein, darf es aber nicht kategorisch ablehnen. Ich nehme das bisweilen schon wirklich wahr, dass es einfach manche, weil es Daten sind, dann nicht ernst nehmen, warum auch immer. Und das ist, finde ich, kritisch. Und genau deswegen ist es wichtig, eine unvoreingenommene Gesamtsicht, sofern das denn geht, wichtig ist. Und je mehr und je vollständiger die Daten sind, umso sicherer sind unsere Inferenzen, unsere Rückschlüsse. So, das war jetzt ein sehr großer Exkurs, der ist mir aber persönlich finde ich sehr spannend. Ich bin da auch mal sehr interessiert an auch kritischen Rückmeldungen. Ja, also können wir gerne gemeinsam diskutieren. Ja, melden Sie sich. Gehen wir weiter mit der Wissenskluft. These und Theorie auch eine sehr relevante und spannende der Kommunikationswissenschaft. Und hier bauen wir wieder darauf dass informierte BürgerInnen Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie sind, weil man ja schauen muss, wen man wählt und welche VertreterInnen eben die eigenen Interessen überhaupt widerspiegeln oder das, was man als richtig erachtet. Und es ist so, dass sich zeigen lässt, was auch interessant ist, dass häufig im Schnitt schriftbasierte Medien, also Buchzeitungen und Internet, zu mehr Wissenszuwachs führen als audiovisuelle Medien. Und wir merken, oder wir können feststellen, dass Menschen häufig nur dann lernen aus der Wissensrezeption, wenn sie denken, dass das Wissen nützlich ist. Ja, also es ist nicht so, dass automatisch Rezeption zu Wissenszuwachs führt. Das hängt durchaus davon ab, welche Einstellungen und Haltungen man gegenüber dem hat, was einem da so dargeboten wird. So, Ausgangslage ist so wieder Persuasion. Und die Annahme ist, im Laufe der Zeit nimmt Berichterstattung zu. Also es gibt eine kontinuierliche Berichterstattung zu etwas. Personen aller Bildungsniveaus lernen hinzu. Also Sie sehen das hier auf der rechten Seite. Wir haben hohes Bildungsniveau, mittel und niedrig. Alle nehmen im Laufe der Zeit, lernen sie hinzu. Anfangs schneller, später langsamer. Klar, abnehmender Grenznutzen. Aber Personen mit hohem Ausgangsniveau, also die schon vorher mehr Wissen hatten, lernen verhältnismäßig mehr hinzu. Ja? Also diejenigen, die bereits mehr wussten, haben am Ende noch mehr hinzugelernt. Also Sie sehen, die Spanne geht auseinander. Also der Unterschied, die Differenz ist unten abgetragen. Und das ist mal wieder, wir haben darüber schon gesprochen, eine Illustration des Matthäus-Effektes. Sie erinnern sich, wer hat, dem wird gegeben. Wer nicht hat, dem wird auch noch genommen. Oder The Rich Get Richer-Effekt. Ja? Also, wenn man Kapital hat, kann man das gewinnbringend einsetzen und für sich arbeiten lassen und noch mehr Kapital generieren. Ja? Also, die Schere geht auseinander. Das ist eine Grundlage des Divides. Man kann das
als, wie so häufig, und was ich wichtig finde, auch am konkreten Modellieren als Modell. Das bedeutet also, das Rezipieren von Berichterstattung erhöht den Wissensstand. Und dass je höher das Bildungsniveau ist, umso stärker ist dieser Effekt, weil umso mehr kann ich aufnehmen. Wir hatten das auch schon besprochen bei also Dingen wie Komplexität, eingangs, darauf sind wir schon eingegangen. Man kann aber auch das anders darstellen, man kann aber auch sagen, man kann das ein bisschen sozial, psychologischer sehen, dass eben Menschen mit einem höheren Bildungsniveau vielleicht einfach mehr Motivation haben, bei der Berichterstattung zuzuhören und genau aufzupassen und Dinge aufzunehmen. Ja, also beispielsweise, weil sie mit dem Wissen dann hausieren gehen können, Leute beeindrucken können und man in gewissen Kreisen überhaupt nur jemanden mit allgemeinen Bildung beeindrucken kann, in anderen Kreisen halt einfach vielleicht nicht. Weitere moderierende Faktoren sind einfach die Sensibilität gegenüber Nachrichten, ja, also sensibel, ja, wie aufnahmebereit bin ich, ja, je offener bin ich bin, je interessierter ich bin und wenn sie diese Grundhaltung haben, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Medienstimulus einen Effekt hat, weitaus größer. Welches Vorwissen man hat, das haben wir genannt, die Medienkompetenz, die Art der Rezeption, also Vielfalt der Medien und Anteil an Printmedien, also auch wenn man das ein bisschen breiter streut, kann auch mehr hängen bleiben. Ja. Und Intelligenz und Kapazität, das hatten wir ja eingangs in der Veranstaltung schon besprochen, spielen eine Rolle. Und zuletzt auch der soziale Austausch. Ja. Also je nachdem, wie ich mich mit Menschen darüber austausche. So, Medien können aber durchaus auch ein sogenannter Knowledge Leveler sein. Das ist genauso möglich, also ein Gleichmacher. Nämlich, dass die Wissensklüfte bei einfachen Themen abnehmen können, bei komplexeren Themen allerdings wieder zunehmen. Aber bei einfachen Themen ist es so, dass Medien den Unterschied, den es in der Bevölkerung gibt, reduzieren können. Also es ist eine Frage des Schwierigkeitsniveaus und der Komplexität der Medien. Und da gab es eine Studie dazu, die wissen das vielleicht noch, es gibt den sehr erfolgreichen Basketballspieler Irvin Magic Johnson, der für die LA Lakers gespielt und der hat eine HIV-Erkrankung erlitten und darüber wurde dann sehr viel Bericht erstattet und über diese Krankheit und über das Thema HIV. Und es ist so, dass wenn wir uns anschauen, inwiefern Leute zu Beginn der Berichterstattung, gegen Ende der Berichterstattung, wie sehr sie sich auskannten in Bezug auf das Thema, in Bezug auf das Thema HIV. Es ist so, dass anfangs der Mittelwert bei den Wissen bei also 0,66 lag und später bei 1,59. Dass es also einen Wissenszuwachs gab über alle Gruppen hinweg, also College Absolventen, Highschool-Absolventen oder keinen Highschool-Absolventen. Aber wir sehen, dass der Unterschied im Wissen anfangs weitaus größer war als später. Ja, also, dass es HIV gibt und das wussten, also da haben eben Menschen mit niedrigerem Bildungsstand mehr gelernt als oder ihre Rückstände mehr wettmachen können. Wenn es allerdings und komplexere Themen ging in Bezug auf das Wissen, wie jetzt HIV genau übermittelt wird, da war es anders so, da andersrum. Das aus der Berichterstattung, da haben dann höher gebildetere Menschen noch mehr mitgenommen und da ist dann die Wissenskluft wieder auseinandergegangen. Also, wenn es quasi darum geht, einfache Fakten zu vermitteln oder Wissen über die Welt, können Medien das durchaus auch egalisieren. Bei komplexeren Sachen dann wiederum verstärken. So, jetzt kommt der nächste Exkurs, weil es ja hier viel mit Ungleichheit zu tun hat in der Gesellschaft. Ein spannender Artikel, von dem ich einmal erfahren habe. Häufig ist es so, und es ist jetzt auch wieder mal so ein leicht philosophischer Exkurs und persönlicher Exkurs. Nicht Ungleichheit ist das häufig das Problem, sondern Unfairness, Ungerechtigkeit. Ja? Wir hören das ja häufig, dass wir sagen, dass es Sorge gibt, dass die Ungleichheit in der Gesellschaft sehr problematisch ist. Und es gibt natürlich auch viele Gründe, die dafür sprechen. Aber man kann schon grundsätzlich festhalten, dass Ungleichheit und Unterschiedlichkeit
eigentlich kein Problem ist, wenn es entweder natürlich ist, also man sagt ja so, ich bin so, dann darfst du auch so sein. Wenn es erarbeitet ist, wenn es selbstbestimmt ist, weil es jemand will, wenn es verdient ist und wenn es vor allem verhältnismäßig ist. Ja. Menschen wollen eine faire Verteilung, nicht eine gleiche Verteilung. Also jemand, der mehr geleistet hat, der sollte auch mehr bekommen als jemand, der nichts getan hat. Und das ist so eine der Hauptschlüsse dieser Studie. People prefer fair inequality over unfair equality. Und auch so ganz allgemein ist es so, dass wir halt merken, dass gerade überhaupt Bewertungen, und das finde ich eigentlich ganz spannend, dadurch, dass wir, wenn, in dem Moment, wo wir anfangen, Dinge zu bewerten, ermöglichen wir erst Ungleichheit. Ja, Kompetenz, Motivation und Leistung, ich denke, das weiß jeder bei sich, führt zu besseren Ergebnissen, zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und die Art und Weise, wie das nun geschieht, ja, die ist ja selten gleichförmig. Ist ja nicht so, wenn alle jetzt von Ihnen eine Stunde lernen, dass dann alle von Ihnen genau gleich viel gelernt haben, sondern das wird sich unterschiedlich verteilen. Also, sobald wir über Qualitätsmerkmale sprechen, haben wir automatisch Probleme der Ungleichheit. Es geht gar nicht anders. Und ich habe das irgendwann mal gehört, das ist eigentlich der größte Gleichmacher, den es gibt, der ist eigentlich Krieg und Armut. Weil wenn alle nichts haben, hat wirklich niemand was, dann sind alle gleich, aber dann geht es auch allen schlecht. So, das gesagt, gleichwohl, bessere Ergebnisse können unfair erlangt werden. Also über, kann man ja darüber sprechen, über Erbe, Nepotismus und so weiter. Vorteile können unverhältnismäßig groß sein. Ja, so dieses Winner-Takes-it-all-Prinzip. Ja, alle haben sich reingehängt, aber derjenige, der halt ein bisschen besser gemacht hat, der kriegt den gesamten Kuchen. Und das kann man dann ja genauso auch wieder als unfair erachten. Aber am Ende des Tages ist dann eben die Unfairness meistens das Problem, nicht die Ungleichheit. Also ich fand, das war ein interessanter Punkt, weil ich das selbst auch in den letzten Jahren auch erst so für mich so erfahren und erkannt habe. Ja, was können wir dazu, also was können wir darüber diskutieren? Erstmal muss man sagen, diese Operationalisierung von Wissen ist schwierig. Häufig wird Schulbuchwissen abgefragt, das ist aber praktisch gar nicht relevant. Also wenn wir Effekte von Medien uns betrachten, wie gesagt, bei niedrigeren Bildungsniveaus ist es einfach irrelevant, Faktenwissen. Und diese Medieneffekte sind aber geringer bei Wissen, das praktisch relevant ist. Also da fällt es geringer aus. Ja? Also vielleicht ist es doch eher eine Motivationsfrage. Eine normative bewertende Einordnung ist herausfordernd und nicht ganz eindeutig. Also Wissensklüfte sind auch ein Stück weit ein notwendiges Ergebnis von Leistungsgesellschaften, also diejenigen, welche sich informieren und fortbilden. Und da kann man vielleicht allgemein sagen, ist es vielleicht gar nicht so schlimm, dass sich Menschen unterscheiden. Das darf auch gerne so sein, aber eher das ist das Problem der Unfairness, also diese Unterscheidung. Ich finde, die ist schon wichtig. Davon unberührt, Förderung weniger privilegierter Gruppen ist natürlich essentiell und wichtig und auch ein Auftrag. Und allgemeine Bildung natürlich ist essentiell wichtig für die Demokratien und zu welchen Problemen das führen kann, haben wir in den letzten Jahren sehr stark gesehen, wenn eben Wissen nicht vorhanden ist. Ja, und als nächstes gehen wir in den Bereich der Hostile Media. Und das ist auch die letzte Theorie für heute, die wir noch besprechen. Ausgangslage ist die Überzeugung, dass die Medien die eigene Position negativ darstellen, die Position der anderen aber positiv. Und Erklärungsansätze sind hier selektive Erinnerungen. Also ich erinnere Gegenargumente, positive Argumente der Gegenpartei besser oder selektive Kategorisierung. Dass auch neutrale Argumente eher negativ wahrgenommen werden. Ja. Also wenn ich einer gewissen Partei angehöre und dann eine Gegenpartei positiv dargestellt wird, dann merke ich mir das einfach mehr. So, ah, was, die feiern ja voll diese eine Partei ab. Und die Effekte sind umso stärker, je größer und allgemeiner das Medium ist und je höher das Involvement, also je wichtiger mir etwas ist. Wenn mir etwas egal ist, dann bildet sich das nicht so ab. Das lässt sich empirisch finden. Es gab Berichterstattung über das Beirut-Massaker, was im Libanon in den 70er Jahren, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, stattgefunden hat. Darum soll es aber gar nicht im Detail gehen, stattgefunden hat. Und da war die Frage, inwiefern eben hier die Parteien, die daran
beteiligt waren, wahrgenommen werden. Und wenn man sich die Berichterstattung betrachtet, dann hat man anschließend dann entweder pro-israelische Gruppen gefragt, neutral oder pro-arabische Gruppen, und hat dann gefragt, wie die jeweiligen Parteien denn in der Berichterstattung im Zuge dieses Massakers dargestellt wurden. Und da ist es eben so, dass Menschen, die für Israel sind oder halten, den Eindruck hatten, dass Israel in der Berichterstattung weitaus negativer dargestellt wurde. Und wiederum das Pro-Arabische gedacht haben, nein, die Israeliten wurden viel zu gut dargestellt, die hätte man viel kritischer beobachten müssen in der Rolle. Ja? Also man denkt, die Gegenpartei wird bevorzugt und die eigene Partei wird abgewertet. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand es auch interessant, aus persönlicher Anekdote. Sie wissen, dass dieses Jahr Wahlkampf in Deutschland war, bei dem ich gewählt habe und ich dann bisweilen der Partei, welche ich, die ich favorisiert habe, mir das schon sehr aufgefallen ist, wenn die in den Medien negativ berichtet wurde und mich dann schon gedacht hat, das ist ja unfair, das ist ja vollkommen einseitig, ja, und wahrscheinlich dann andere das ganz anders wahrgenommen hätten und man das natürlich dann auch irgendwie erstmal empirisch wirklich hätte überprüfen müssen, ob das denn wirklich der Fall war. So. Ja, also es ist ein sehr menschliches Empfinden, dass man denkt, man, die Medien sind nicht positiv gegenüber dem, was richtig ist oder dem der Position, der ich anhänge. Um das einzuordnen, also dieser Hostile Media Effekt, der ist sehr robust. Über 34 Studien, die den zeigen können. Also ist eben auch hier mir mal wichtig, auch auf die Robustheit der Phänomene aufzuzeigen. Also es scheint sehr verlässlich zu sein. Und das ist natürlich jetzt, ich finde, man kann das eigentlich gar nicht besprechen, ohne im Hinterkopf die ganze Zeit diese Fake News Kampagne zu hören und mitzudenken. Denn das hat natürlich viel mit dieser sozialen Identität zu tun. Ja, ich identifiziere mich mit der In-Group und sobald die halt kritisiert wird, oder auch nur neutral beachtet wird, denke ich mir, das wird doch schlecht dargestellt. Und natürlich der Meister der Fake News Verbreitung oder Unterstellung war natürlich Donald Trump. Und da mal beispielsweise kann man sich mal folgenden Tweet auf der Zunge zergehen lassen: The fake news media is going crazy. They are suffering a major breakdown, have zero credibility or respect and must be thinking about going legit. I have learned to live with fake news, which has never been more corrupt than it is right now. Someday I will tell you the secret. Ja, genau, also natürlich die absolute Wahrnehmung, dass die Berichterstattung voreingenommen und entgegen der Wahrheit ist. So, fassen wir zusammen, was wir heute in der Sitzung behandelt und besprochen haben. Gesellschaftliche Medieneffekte analysieren, gesellschaftsrelevante Themen, also es ist einfach schon mal ein thematischer Fokus auf Politik, Bildung und so weiter. Allgemeine Entwicklungen der Gesellschaft betrachten wir, in welche Richtung geht die, entwickelt sich die Welt. Und emergente Phänomene schauen wir uns an, also Dinge, die man nicht nur verstehen kann, wenn wir das Individuum betrachten. Kultivierung, da geht es darum, dass Medien die Vorstellung über die Welt bringen. Media Milieus, dass die Vorstellungen häufig negativer sind als die Realität, also nicht nur, dass sie geprägt werden, sondern negativ. Wissenskluft, Medien verstärken die Unterschiede in Bildung, das ist der Matthäus-Effekt. Und Hostile Media besagen, dass die Darstellung der eigenen Position, der eigenen Gruppe häufig als zu negativ wahrgenommen wird. So, wenn Sie das interessiert, können Sie hier die Inhalte nachlesen. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.